Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2 und dem Beagle. Wir haben es letztes Mal aus dem Krankenhaus rausgeschafft. Ich bin immer noch ein bisschen fertig, obwohl ich sogar ein kleines, also so ein 5 bis 10 Minuten Päuschen eingelegt habe. Aber das war heftig. Also ich muss sagen, diese Szene mit dem im Dunkeln verfolgt werden, das haben die einfach nicht drauf. Bei der Verfolgungsjagd zweimal das gleiche gemacht. Einmal hat es geklappt, einmal nicht. Das kann es halt einfach nicht sein. Vor allen Dingen, dass Gegner so viel schneller sind als ich. Ich weiß, was sie damit bezwecken möchten. Sie möchten damit bezwecken, dass ich mich bedroht fühle, dass es immer knapp ist. Das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn es dann darin endet, dass es unfair wird, dass der Gegner das auf einmal schafft, weil der Zufall und ein Pixel es so wollten, dann ist das leider nicht mehr bedrohlich, sondern wirklich nur noch nervig. Und das ist eine Kritik, die habe ich jetzt, weiß Gott, auch des Öfteren schon für Little Nightmares 1 und 2 gehört. Das, um das jetzt auch mal klarzustellen, das täuscht aber, also bei all dem Ärger, den ich in Little Nightmares 1 mit dem Controller, also mit der Steuerung hatte und dem Gameplay, fand ich das, was wir da gespielt haben, sehr geil, trotz allem. Das hatte ich ja auch gesagt. 10 von 10 für Atmosphäre. Das, was sie mir sagen wollten, auch wenn man interpretieren musste. Musik, wenn die mal da war. Hier das Gleiche. Wobei ich sagen muss, in der Schule hat alles einwandfrei funktioniert. Steuerung, kein Thema. Ich konnte super agieren. Die Lehrerin hat mich trotz allem super gestresst, weil ich immer Angst hatte, erwischt zu werden. Und doch, es hat funktioniert. Also, da sieht man es ja, es geht auch anders. Es vermisse ich tatsächlich, wenn dann solche Sachen wie in dem Krankenhaus echt passieren. Ist auch mein Running Gag. Ich starte eine Aufnahme und trinke erstmal eine Runde. Kann ich alles nie vorher machen. Ich gebe zu, dass ich jetzt sogar schon langsam ein zuckendes Auge habe, deswegen. Vom letzten Mal. Sehr schade, wenn ihr mich fragt. Gott, was liegt denn da? Ist das jetzt eine richtige, echte Leiche oder ist es auch wieder nur eine Puppe? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Okay. Er liebt seinen Fernseher. Ich sehe hier wieder eine heftige Gesellschaftskritik winken. Das Krankenhaus, ja, das Krankenhaus hat uns im Grunde auch eine heftige Gesellschaftskritik gezeigt, nämlich dass die Versorgung von und von Menschen nicht immer so läuft, wie es soll. Und für Kinder, man muss ja bedenken, wir sind ja immer noch in so einem Kinderalbtraum gefangen. Für Kinder, ganz ehrlich, ist Krankenhaus genauso unheimlich. Die können wir selten was mit den kranken Menschen anfangen. Für die sind diese kranken Menschen einfach nur unheimlich, vielleicht auch grotesk dargestellt, die Ärzte eventuell nicht die Götter in Weiß, wie man das gerne so hätte, sondern es ist alles. Guckst du durch Schlüsselloch Fernsehen? Läuft gerade wieder RTL mitten im Brennpunkt? Oder irgendeine andere Show? Wie heißen denn diese Asex-Show? Naja. Bauer sucht Frau wird's wohl nicht sein. Oh, oder Barbara Salisch, oder wie die alle heißen? Könnt ihr wenigstens irgendwas Gutes gucken? Ich weiß nicht. Mach Netflix an, such dir irgendwas aus. Da ist eine geringe Chance bei, dass was gut. Ihr guckt gar nichts, ihr guckt rauschendes Bild? Echt jetzt? Dann guck du mal rauschendes Bild, kann ich mit leben. Kannst du mich da reinlassen, Six? Ah, was machst du denn mit mir? Hör auf! Bist du sick oder bist du sick im Kopf? Weißt du, wie gefährlich das ist? Hat dir jemand gesagt, der stirbt vermutlich lieber, als aufzuhören, auf dem Fernseher zu starren? Dann soll er das tun. Gut, was haben wir hier?
Okay. Wenn Six das macht, dann mache ich das auch. Warum? Er kann einfach nicht so weit springen wie Six. Er kann es einfach nicht. Er ist ein kleiner, dummer Junge. Der sollte eigentlich sogar viel kräftiger als Six sein. Oh. Ich wusste nicht, dass das geht. Okay. Geh mal weg. Ich muss anständig Anlauf nehmen! Das klappt. Oh Gott, was ist das denn auf einmal so? Ich fahre noch oben. Okay. Okay. Nee, wie mache ich das denn? Ach doch, ich kann ja sehr wohl darüber springen. Ist ja nicht das Thema. Boah, das Timing muss aber stimmen, ne? Tschüss, Six. Have fun da oben. Ich dachte eigentlich, du springst mit mir. Aber anscheinend war sie nicht gewillt, das zu tun. Gleich kommt so Game Over. Du hast Six vergessen. Warum willst du nicht da hoch? Was ist das Problem? Nee, da kein Game Over ist, ist das vielleicht sogar von mir gewollt, dass ich das tue? Ach so. Hey Six. Na, wie ist? Da komme ich gar nicht dran hoch. Okay, ich muss einen Schlüssel finden. Da steht fest. Der kann doch nur irgendwo hier sein. Oh, was haben wir hier? Nein? Kein Schlüssel? Schlüssel, wo bist du? Wo könnte hier denn Schlüssel sein? Also. Ah! Guck mal, schau. Nimm ihn doch. Junge, nimm ihn. Jetzt hat er ihn eigentlich fallen lassen, aber wir nehmen das mal so hin. Hilfst du mir? Ich will aus irgendeinem Grund diesen Schalter betätigen. Ich weiß aber nicht warum. Zack. Und was bringt das jetzt? Bin mir nicht ganz sicher, was das bringt. Hätte das was bringen sollen? Jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Warte mal. Ich will jetzt warten, bis der... Schieb mich nicht weg. Das war richtig. Gut. Ah, das ist ein Loch. Warte mal, ich möchte aber auch wissen... Was? Er will da nicht rein. Das ist ein ganzer Gang. Okay. Und hier ist ein Fernseher. Ich weiß es nicht. Welche Richtung denn jetzt? Das sind ja auch irgendwie so Fernsehglitches. So fühlt sich das so, also so sehen die zumindest aus. Ich bin dann gespannt, worauf das eigentlich hinausläuft. Also ist da der richtige Weg. Okay, ich verstehe. Wieso finde ich auf einmal so viele davon? Also erst finde ich gar nichts davon und jetzt? Naja. Alter,
Was ist das? Ist das ein Sendeturm? Das scheint den Leuten hier nicht gut zu tun, ne? Kommt man durch das Fenster rein? Ist das der Weg? Noch eins. Ich bin verwirrt. Sind das Ratten? Mäuse? Beides? Also es war offensichtlich nicht der Weg, aber... warte mal, vielleicht kann ich die Balustrade hochklettern. Ich bin mir nicht... Ich wollte gerade sagen, warum geht diese Dreckstür nicht auf? Ah, da kann ich wirklich hochklettern. Okay. Six folgt mir da auch. Also ist das wohl der korrekte Weg? Ne, da brauche ich sie nicht zu. Ah, ich sehe, worauf das hinauslaufen soll. Das sind wieder so Sachen, wo ich sage, ist in Ordnung. Ich sehe sogar, was ihr von mir wollt. Sorry. Sorry, Six. Ja, sei nicht böse, Mann. Spring hoch. So, und jetzt... rennen, rennen, halten. Irgendwann lässt die mich mal fallen. Irgendwann lässt die mich fallen. Das ist Six. Gut, das ist Six. Okay, da komme ich nicht rein. Die war einfach nur nie die netteste. Ich meine, sie war ja schon der Rebell alleine, weil sie das System im Chip nicht mitmachen wollte. Später dann jetzt. Das ist ja ein Prequel hier. Und sie hat ja viele Dinge getan, um da rauszukommen. Auch wenn wir vielleicht niemals erfahren werden, wie sie überhaupt auf dieses Chip gekommen ist. Und woher ihr Hunger kam, auch das ist so eine Frage. Also man hat es ja darauf geschoben, dass sie einfach sehr lange schon nichts mehr zu essen dort bekommen hat. Aber hier hat sie ja auch keinen Hunger und die beiden haben eigentlich nie irgendwas mit Essen zu tun. Also weiß ich nicht, ob der Hunger nicht vielleicht sogar eine völlig andere Bedeutung hatte in Little Nightmares, außer dass sie eben keine Nahrungsmittel hatte und... deswegen auch eigentlich eine Intention hatte, nach oben zu wollen. Vielleicht ist es ja so eine Kombo-Interpretationssache. Also, dass sie zum einen, dass der Hunger sie zum einen nach oben getrieben hat, einen Ausweg zu finden aus diesem Hamsterrad, den diese Erwachsenen da verführen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass der Hunger noch irgendwas anderes symbolisiert, was ich gerade noch nicht verstehe, weil hier hat sie ihn, wie gesagt, nicht. Wir sollten hier weg. Wir sollten hier weg. Komm, komm. Six, komm. Komm, 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 komm. Mädchen, komm. Geht das? Mädchen. Mädchen, mach, 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 mach. Das ist nicht gut, dass das da hinten alles einfällt. Los! Wir sollten generell rennen. Gerannt bin. War das jetzt... Ich konnte gar nicht springen. Also der ist ja mittendrin im Sprung, hat er abgebrochen. Nein, meine Taschenlampe. Six! Oh nein! Schlimmer als die Taschenlampe. Los, beeil dich, beeil dich. Sie lebt noch. Oh, komm her. Sie muss ja leben, sie hat ja noch Teil 1, aber trotzdem. Komm raus, komm, komm. Ja, ja, ja. Oh. Siehst du, er lässt dich nicht hängen. Denk das, bedenk das bitte, ja? Er lässt dich nicht hängen. Alles gut? Six? Alles gut? Okay, komm. Wir gehen gemeinsam. Oh je. Die armen beiden hier. Na gut. Agumi Ancho. Agumi Ancho. Na gut.
Ich glaube, diese Tür brauche ich nicht mehr, oder? Kann ich die irgendwie zumachen? Nein! Junge, ich habe mit Zumachen geredet. Tada! Ach, sie geht wieder auf. Na gut. Was haben wir hier? Oh nein. Nein, wir haben wieder so einen Fernseher. Sie guckt aber auch zu, anstatt mich direkt wegzuholen. Na, was soll's. Ob wir die Tür dahinter jemals erreichen, werden es vielleicht in dem Spiel noch erfahren. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass diese Tür erreichen etwas ganz, ganz Schreckliches auslösen wird. Immer nur so ein ganz leichtes Klackern, und wenn man dieses Klackern hat, muss man genau auf diesem Klackern bleiben. Wir sind am Fernseher. Okay. Ach, am Fernseher. Wir sind im Fernseher an der Tür. Ich glaube, so nah war die Tür tatsächlich noch nie. Waren wir der Tür jemals so nah? Wir sind so langsam. Ich glaube nicht, dass das gut war. Pink? Slenderman? Also, ich glaube, Tür zulassen wäre die eindeutig bessere Wahl gewesen. Wir sollten, glaube ich... Alter, wir sollten verschwinden! Wir sollten verschwinden! Steh auf! Junge, steh auf! Ja, Six hat recht, steh auf! Junge! Toll! Renn bloß nicht! Mach dir nicht die Mühe, Kumpel, renn nicht! Alter, was? Jetzt werde ich von Slenderman höchst selbst verfolgt. Was ist das denn für eine Scheiße? Six, nein, nicht dahin. Komm mit mir unter das Bett. Six? Ist sie doof? Ein bisschen, ne? Kann ich ihr helfen? Oh nein, ich duck mich sogar weg. Oh nein! Eine Präsenz von ihr? Ein Schatten von ihr? What? Weg. Ey, der hat eine Six genommen. Was mache ich denn jetzt? Kann ich in den Fernseher zurück? Moment, das probiere ich jetzt aus. Abgefahren. Ein Auge. Alles dreht sich hier ein bisschen um Augen, ne? Hoppala, was? Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Da oben kann ich hoch, das steht fest. Ich habe ja keine Taschenlampe mehr. Ich glaube, ich muss da tatsächlich hoch. Wenn er denn mitmacht, was ist dein Problem, Kumpel? Geh doch da hoch. Da hoch? Da. Ja. Okay. Kann ich da rein? Nein, da kann ich nicht rein. Zeigt mir bloß den Winkel nicht richtig, Leute. Dann kann ich auch, ja, einen guten Absturz. Hör ich Six Spieluhr? Ah. Okay, ich verstehe.
Nee. Jetzt klingelt auch noch mein Timer. Perfekt. Moment, ich mache ihn sofort aus, wenn das da drüben ist. Lass mal los, ich will was ausprobieren. Ich will das ausprobieren jetzt noch einmal kurz. Ich frage mich, wie weit wir wohl in der Story wohl schon drin sind. Hm, also ich muss das touchen und drücken, ne? Perfekt. Habe ich jetzt noch einen Speicherpunkt gekriegt, den ich gerade hatte? Verdammt. Okay. Gut, ja. Diese Stadt einfach so verkommen und verfallen, das ist der Wahnsinn. Okay, da ist ein Haken. Auch das hatten wir in Little Nightmares oft genug. Da waren wir oft genug am Haken. War aber auch ein Fenster, also. Oh no. Da auch. Wartet mal, ich geh mal gucken. Oh, das machen wir nächste Folge. Habt einen schönen Tag und haut rein.